willkommen bei einem neuen Video vom Ultra Updater. Heute sind wir mal wieder an meinem iPad und schau mal vor, erst im Video möchte ich euch sagen, schreibt mir mal in die Kommentare, wie es so ist, dass ich mit meinem iPad aufnehme, also nicht mit der Kamera, sondern mit Display Recorder. Sagt mir einfach mal, wie es findet, ob es stark ruckelt oder ob es okay ist. Und kommen wir erstmal zum Video. Heute zeige ich euch, wie ihr kostenlos Musik auf dem iPhone oder iPad herunterladen könnt. Die App nennt sich Musicbox und die gibt's nur mit einem Jailbreak. Also die könnt ihr nur mit einem Jailbreak holen. Dazu geht ihr erstmal ins Cydia. Und dann geht ihr auf Suche. Hier unten rechts. Und geben dort ein... Okay, es lädt es kurz. Und da geben wir ein Musicbox. Ihr müsst beachten, Musik und Musicbox ist auseinandergeschrieben. Und das Musik, halt Music, wird mit C geschrieben, da es das englische Music ist. Dort klickt ihr drauf. Dort oben rechts steht dann Verändern bei mir. Bei euch wird dann aber Installieren stehen. Wenn ihr das installiert habt, müsst ihr vielleicht euer Springboard neu starten. Oder Respring, wie man das nennt. Dann geht ihr, wenn ihr das heruntergeladen habt, geht ihr in die App rein. Hier ist sie schon. Das blaue hier. Und die Musik, die App ist nämlich aufs iPad angepasst. Und ich zeige euch einfach mal, was man hier so alles machen kann. Hier unten links haben wir erstmal Search. Dazu komme ich aber gleich. Danach sind die Charts. Hier sehen wir alle Charts im Moment von den letzten Wochen. Danach kommt My Music. Hier sind unsere Lieder, die wir gemacht haben. Hier kann man auch Playlisten erstellen. Und hier steht Now Playing, welches Lied ihr im Moment hört. Und auf More ist dort eben die Queue, also die Schlange von den Liedern, die gerade heruntergeladen werden. Tell Your Friends, das könnt ihr über Facebook und Twitter machen. Und dann noch Donate, falls ihr dem Entwickler der App eine Spende geben wollt, da die App ja nichts kostet. Und hier steht nochmal Our Apps. Hier sind alle Apps von dem Entwickler. Ja. Und jetzt kommen wir erstmal zu, wie ihr Musik herunterladet. Und zwar geht ihr dort auf Search zuerst, gibt dort irgendeinen Artisten ein, halt Künstler oder ein Lied. Ich gebe dort jetzt einfach mal Infinity ein. Infinity 2012 und dann suchen. Und jetzt sehen wir hier, das habe ich gesucht, Google Josh Project Infinity 2012. Wenn wir dort jetzt draufklicken, steht dort Select Action, ob wir das erstmal hören wollen mit Preview oder ob wir das herunterladen wollen. Dann klicken wir auf Download. Dann steht dort unten schon in Queue. Jetzt ist es schon heruntergeladen. Also es geht richtig schnell. Wenn ihr sehen wollt, welches Musikstück gerade heruntergeladen wird, geht ihr auf More und dann auf Queue, also die Schlange. Und wenn ihr jetzt das Lied sehen wollt, geht ihr auf My Music, in My Music Library. Und hier unten sehen wir schon Guru Josh Project Infinity 2012. Und wenn wir dort jetzt draufklicken, können wir das Lied jetzt abspielen. Und wenn wir hier oben auf das Aktionssymbol tun, können wir das zu einer Playlist hinzufügen oder löschen. Wir machen jetzt mal gar nichts. Hier kann man noch eine Aktion auswählen. Search a Library, also wenn ihr ganz viele Lieder habt, könnt ihr suchen nach einem Lied. Und Sort by, hier könnt ihr zum Beispiel Sort by Name, also nach dem Alphabet oder nach dem Datum oder nach der Zeit, wann es heruntergeladen wurde. Und ihr habt gesehen, es ging richtig schnell. Das sollte es auch schon gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn nicht, schreibt mir in den Kommentaren, was ich besser machen sollte. Über ein Abo würde ich mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal, euer Ultra Updater. Ciao, Leute.